Wir sind immer noch niedriger als unsere erste Hochdingens. Du kannst ja immer wieder zwischendurch unten mal gucken, ob da irgendwas ist. Okay, ich frag mal, muss ich oben oder unten gucken? Ich glaube unten. Weil ich bin ja, hab die ja auch durchs Runterfallen entdeckt. Wir können uns ja mal so ein bisschen, ne? Nach unten bauen, ganz vorsichtig. Kann ja unten einfach mal schauen, ich komme ja wieder hoch. Also unter uns hier ist gerade nichts. Ich kann's ja auch mal ein Stückchen weiter nach rechts dann gehen. Oh mein Gott, es sind so viele, es sind so viele. Unter uns ist eine. Okay. Und ich bin gerade auf die Fresse geflogen und hab mich kurz vorher wegteleportiert, deswegen müsste er eben kurz wieder hinlaufen. War auch mit Häuschen. So eine vernünftige. Ja. Sich jetzt meine Musik verändert. Ach, weil ich hier oben bin. Genau. In Space. In Outer Space, andere Musik. Du musst noch ein Stück. Nach rechts? Ja. Nein, nach links. Es ist zu spät. Da wäre sie gewesen. Ja, du kriegst ja das Teil. Sehr gut. Nein, nein, behalte es. Tu alles hier in die Truhe, denn ich nehme Sternwut. Starfury. Ja, nein, Sternwut. Ein rosa Schwert, mit dem du dann so ein Sternchen durch die Gegend schießen kannst, der ungefähr 30 Schaden macht. Weil, ne? Das Schwert an sich macht, glaube ich, 19 oder 21 Schaden. Skymill. Denke Skymill ist das Ding, das Objekt, das uns, glaube ich, die Gegenstände herzaubert, aus denen diese blauen Dinger da sind. Und wenn du verstehst, was ich meine. Nachteulentrank und Tränke und Gedöns. Was denn aus? Hattest du das nicht damals auch? Ich hatte das, glaube ich, mal ganz kurz, ja. Das Schwert? Da gibt's auch eine Hard-Mode-Version von. Die ist krass. Das war das, wo die Sterne dann vom Himmel regnen. Genau. Und dann runterfallen. Ich erinnere mich. Und im Hard-Mode gibt's eine Version, mit der kannst du dann pinke Meteoriten fallen lassen und die machen Mords-Damage. Mich von hier eigentlich wieder hoch? Nee. Und wie viel Schaden machst du so? 20. Gut. Ist das jetzt viel? Nein. Sehr schnell. Aber halt, ich glaube, der Stern an sich macht mehr Schaden als du mit dem normalen Nahkampf. Naja. Das kannst du halt schlecht sehen. Möchtest du das Schwertchen haben? Ja, wir haben ja ausgehandelt, ich nehme alle Schwerter. Nee, wir haben ausgemacht, der zuerst den Ballon kriegt, der kriegt alles und der Rest kriegt Muamasa. Ich hab dann auch weiter eingefügt, ne, sämtliche Schwerter gehören mir. Ja, aber das haben wir umgangen. Das haben wir nicht wieder geschrieben. Gewehr! Den pinken Dildo da. Nö. Das ist das männliche Lieder, gib's her. Nö. Bitte? Möchtest du nicht lieber den Horseshoe haben? Ach, bleib weg damit mit dem Scheiß! Ich sterb auch mit verringerten Fallschaden. Aber weniger? Nein. Das ist so schön pink. Kriegst einen Fisch. Aber pink. Hier ist ein Fisch. Hey, 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 hey.
So, wer das macht jetzt keinen Schaden, ne? Dann möchte ich das zurücktauschen. So, du Hase da. Bams, 53 Crit, ja. Ey, Junge. Weiterladen. Warum bist du jetzt eigentlich wieder runtergesprungen? Müssen wir nicht noch eine Insel finden? Hast du nicht den Ballon gefunden? Nein! Achso! Habe ich doch gesagt, der ist da nicht drin. Da war okay. Nur das Sandding drin. Ja gut, dann, ne? Komm mal wieder hoch, ne? Es dauert noch ein paar Stunden und dann bin ich irgendwann wieder oben. Irgendwann. Ich kann pinke Sternchen zaubern, sie machen 50 Damage. Sie sind pink. 50 Damage! Bringt mir jetzt bei dem Skeleton-Gedöns-Boss immer noch nicht wirklich viel. Weil Magie-Damage. Vielleicht ein bisschen. Mm-mm. Weil Magie-Damage. Magie-Damage. Boah, schau mal, wie schnell ich vorankomme und wie langsam du darum krepelst. Tja, bist halt einfach wesentlich besser equipped, sag ich dir. Dabei habe ich gar nichts. Du hast auch grundsätzlich mehr Skill und so. Ich finde schön, ich kann aber beide Sachen benutzen. Ich habe jetzt deinen Fisch und meine Rollteil. Yeah. So, und dann sollen wir jetzt wahrscheinlich irgendwo weiter niedriger jetzt. Naja, wir müssen halt noch einfach ein bisschen, ne? Naja, aber halt auch auf einer niedrigeren Ebene, damit wir die Insel schneller sehen, ne? Ja. Sollen wir denn nicht dann einfach hier den Stein noch abbauen und dann halt hier runter, denn hier unter uns ist die Insel, ja? Ja, dann bauen wir einen Stein ab, ich baue schon mal weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Stein du noch hast, nicht, dass er ins Ausgeht. Ich habe noch 700. Okay, das reicht. Sagst du. Ja, wird schon. Sagte er in seinem jugendlichen Leichtsinn. Dachte gerade, du hättest mich geschubst. Nee. Ich würde das gerne, so, aber ich kann es nicht. So sah's halt aus, ne? So. Du machst das schön. Ja, ne? Mhm. Mit deiner freudigen Helferarmee da. Aber ich sehe gerade, wir sind jetzt so ungefähr gleich auf der Höhe, wo wir halt oben waren. Yay! Und irgendwann erreichen wir auch noch eine andere Insel. Auf dieser Insel findet Tod und Verderben statt. Aber es ist noch ein bisschen. Irgendwann. Ich brauche immer eine Schaffenspause hier, ja? Also. Wie eine Pause. Puh, ne? Also, wow. Nein. Ja, ich wollte nur mal was trinken. So. Währenddessen du deine Schaffenspause halt hast, muss ich leider den Weg wieder zurückgehen. Warum? Was hast du getan? Die haben dir auf dem Bildschirm gedacht. Ich bin runtergefallen. Oh. Ich bin an, also ein Hauch am, dem Bau vorbeigesegelt, weil du halt nicht mehr weitergebaut hast und ne, ich natürlich mit einberechnet habe, dass der Weg weitergebaut wird. Oh, das habe ich dann gekonnt gemacht. Bin ich bei, also hättest du weitergebaut, hätte ich das geschafft. Hätte. So bin ich dann abgestürzt. Nein. Huh. Was ist das denn für ein Bau? Nein! Was ist denn das hier für eine Treppe, die du da hingesetzt hast? Nein, ich dachte mir so, ja, man kann sich vielleicht irgendwie runterbauen oder sowas, aber nein. Weiß ich, wollte das schön und gekonnt irgendwie machen und dann, nee. Ist es noch weit? Kann ich dir noch nicht sagen. Also ich sehe sie auf jeden Fall noch nicht. Der wieder aufzubauen!
das sein? Ich glaube tatsächlich. So sah das vorhin auch aus. Nee, eine Frage. Nur, dass es diesmal Absicht war. Ich vertraue dir halt. Ja, ist schlimm. Das sollte man nicht tun. Das kann nicht gut enden. Ja. Ich hab das über. Ach so. Ja, aber glaube ich, hätte ich noch diesen Dash benutzen können und wäre noch einen Ticken rübergekommen, aber ich benutze den nie. Ich benutze den immer nur unwillentlich. Mhm. Irgendwann kommen wir irgendwo an. Irgendwann. Was war da noch für ein Thema? Ich hab's vergessen, den Rest muss ich ganz ehrlich sagen. Steam Sales! Hey. Steam Sales! Sie lassen meines Erachtens immer noch nach. Und sie fressen immer noch mein Portemonnaie. Ja, aber sie werden immer, in Anführungszeichen teurer, habe ich so das Gefühl. Sie werden knausiger. Ja, weil Steam einfach zu bekannt ist und sie sich die billigen Preise nicht mehr geben müssen. Was schade ist, damals, ne, konntest du da ein richtiges Schnäppchen machen. Heute denkst du dir, naja, das war mal billiger. Das hat man schon mal besser gesehen. Na, einige Preise sind da halt dazwischen, wo du denkst, na, damals, ne? Puh, hättest du ein Schnäppchen gemacht. Und heute musst du eigentlich schon zuschlagen, weil dann denkst du, es wird niemals mehr so günstig. Hörst du jetzt immer aufzubauen? Nein, ich hatte keine Steine mehr. Es wird reichen. Stimmt. So nicht. So nicht, mein Freundchen. Ja, noch ein bisschen Sand davor setzen. Was kein Sand ist, sondern Gold. Ah ne, diese Sunblade-Blocks, die ich da abgebaut habe. Nee, die nehme ich wieder mit. Das ist immer viel zu wertvoll. Genau. Kann ja hinter dir wieder abbauen. Ja, wenn die nicht alle runterfallen würden, weil mein Inventar voll ist. Wenn ich wäre und ja, so, ja, ne? Ja. Sehen wir denn schon eine Insel? Nein. Wo Nein, sind wir denn Captain. Örtlich gesehen? Ah, wir sind über Schneegebiet. Okay. Schneegebiet. Du weißt doch so ungefähr, wo die dann waren. So ganz, ganz ungefähr. Wie viel Meilen haben wir denn noch, Captain? Ja, bestimmt noch 5 Meilen. Okay. Also ca. 300 Blöcke müssen wir noch rechnen. Hast du die auch? Nein. Sind jetzt hier die letzten 10 Blöcke? Nein, ich bin... Ach, oh, okay. Du bist nicht gesprungen. Nee. Mir ist aufgefallen, dass der Spiegel eine etwas längere Castzeit hat, als ich gedacht habe. Ein Holz will ich dafür jetzt nicht verwenden. Ja, ich hole doch schon Neues. Ach, du holst Neues. Ja gut, dann bleibe ich hier. Ich bleib hier. Ist okay. Ich bleib hier. Du bleibst da. Ich bleib da. Lade nach. Und so. Ne, das Übliche. Beeil dich mal. Ja, essenzeitig. Kann ich mal eben kurz was gucken. Ach, Tatsache, jetzt generiert das Teil einfach diese Blöcke und dann kannst du die einfach hinbauen. Also nicht die Blöcke selbst, sondern kannst das hier mit diesen Blöcken kannst du das dann bauen. Also Zeugs daraus, aber so Sandblock, an die Blöcke kommen sollst, steht hier nicht. Okay, dann hat das überlesen. Aber eigentlich sollte man auch an die Blöcke kommen, irgendwie, glaube ich, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Na, wir haben jetzt den Weg gebaut, du könntest zur Not halt noch die Blöcke abbauen.